Dankeschön. Ihr Optimismus in allen Ehren, aber wenn ich bei der Bundeswehr unterwegs bin, höre ich von sehr vielen Soldaten, es gibt Panzer und Fahrzeuge, die nicht fahren, Flugzeuge und Hubschrauber, die nicht fliegen, Gewehre, die nicht schießen, Schiffe, die nicht schwimmen, U-Boote, die schwimmen zwar, aber können nicht tauchen. Also offenbar klafft da so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Aber sei es drum, zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gehört ja auch zu wissen, welcher Bestand da ist, also was an Munition beispielsweise da ist. Beim KSK, also beim Kommando Spezialkräfte, gab es ja, wie ich die Medien entnommen habe, eine Aktion, in deren Rahmen entwendete Munition, Straf- und Disziplinarverfahren frei zurückgegeben werden konnten. Und Überraschung war, dass viel mehr Munition zurückgegeben wurde, als überhaupt vermisst wurde. Was mich jetzt persönlich sehr überrascht hat. Also vor dem Hintergrund dann meine Frage zurzeit: Wie viel Munition vermisst die Bundeswehr? Wie viele Waffen vermisst die Bundeswehr und wie viele, ja, ich sag mal, Fahrzeuge vermisst die Bundeswehr möglicherweise, wobei mich dann bei den Fahrzeugen die Art der Fahrzeuge noch sehr interessieren würde. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, zur materiellen Einsatzbereitschaft habe ich Ihnen vorgetragen, dass wir die Benchmark von 70% im Durchschnitt deutlich übertroffen haben. Wir lagen zuletzt bei 74%. Das wurde Ihnen auch im Bericht über die materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr auch übermittelt, wie dem ganzen Hause. Einige Systeme liegen deutlich unter diesen Werten, wie beispielsweise der Kampfhubschrauber Tiger. Die Werte werden durch ältere Systeme deutlich gedrückt. Aber es gibt auch erfreuliche Entwicklungen, beispielsweise beim geschützten Transportfahrzeug Boxer, beim Hubschrauber NH90, beim Eurofighter, beim Transportflugzeug A400M oder bei den Korvetten 130. Was die Munition angeht, wissen Sie, dass es hier Untersuchungen im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums gegeben hat. Und es sind nun in der Tat Munitionsbestände zurückgegeben worden, die zum Teil als vermisst gemeldet worden sind, die möglicherweise aber auch nicht zum Teil vermisst waren, sondern nur falsch gelagert waren. Hierzu laufen Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Die Bundesministerin der Verteidigung hat heute Vormittag dazu im Verteidigungsausschuss Stellung genommen. Es ist ein Bericht beim Inspekteur des Heeres beauftragt, der nächste Woche vorliegen wird. Und die Bundesministerin der Verteidigung hat heute Vormittag zugesagt, auch in der nächsten Woche, wenn diese Untersuchungen abgeschlossen sind, dem Deutschen Bundestag nochmals Bericht zu erstatten. Herr Kollege Brandner, ganz klar, Moment. Sie haben eine weitere Nachfrage, wie ich sehe. Ja, ich finde es jetzt interessant, dass Sie sagen, die Munition ist falsch gelagert, wenn sie möglicherweise bei den Soldaten zu Hause im Keller war oder im Partyraum. Da gebe ich Ihnen recht, dass sie falsch gelagert ist. Aber meine Frage jetzt nach tatsächlich vermisster Munition, nach vermissten Waffen und nach vermissten Fahrzeugen haben Sie nicht beantwortet. Also offenbar gibt es da keine Zahlen, aber vielleicht rufen Sie doch einfach mal zur Rückgabe auf. Vielleicht kommt ja dann einiges zurück, was Sie noch gar nicht vermissen.